Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal ein paar Tipps, wie ihr in Battlegrounds besser und einfacher überleben könnt. Okay, los geht's! Damit ihr diese Scheiße euch nicht antun müsst, könnt ihr mit Ctrl und T den Voice Chat ganz einfach ausschalten. Wenn ihr dann im Flugzeug sitzt, seht euch ein bisschen um, guckt auf die Karte und ihr seht, das Flugzeug fliegt quer darüber. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt in der Mitte abspringen oder über den größeren Städten, weil die alle anderen das schon tun. Dann, wenn ich einen Ort gefunden habe, steige ich aus und ich kann relativ gut Dinge anvisieren und natürlich auch bis zu 2 Kilometer, würde ich jetzt mal schätzen, segeln. Und das ist natürlich sehr zu empfehlen, wenn ihr nicht gerade auf 10 andere Leute treffen wollt und in Ruhe looten. Dann könnt ihr das tun, indem ihr einfach ein bisschen wegfliegt von der Sturzzone. Und wenn ihr natürlich gerade runterfliegt, dann seid ihr zwar schnell am Boden, aber habt das Problem, dass wie gesagt noch 10 andere da sind. Mit dem Fallschirm dasselbe. Immer schön W drücken und ein bisschen umschauen. Umschauen kann man mit Alt, wenn man Alt gedrückt hält. Und dann kann man sehen, ob jemand in der Nähe ist oder nicht. Sieht jetzt hier nicht mal so schlecht aus. Ist jetzt hier nicht die optimale Landung hinter der Mauer. Wenn ihr dann seht, oh oh, da ist jemand gelandet, besser als ich, und der ist vor mir im Haus, dann ist manchmal Flucht der beste Weg. Wie hier, ich hatte Glück, hier stand ein Wagen bereit und ich war gar nicht looten, einfach Wagen nehmen und wegfahren, ein bisschen außerhalb, da kann man dann schön in Ruhe looten. Wenn ihr beginnt zu looten, dann lootet nicht mit F oder mit Rechtsklick, sondern gewöhnt euch von Anfang an, mit der Tabulator-Taste die Dinge rüberzuziehen. Dann seht ihr, was ihr aufhebt und genau wo es hingehört. Ihr könnt die Waffen richtig ordnen und mit der Zeit geht es viel, viel schneller, weil ihr nicht jedes Mal die Animation abspielen müsst. Ihr seht hier, einfach rüberziehen, fertig. Am Anfang würde ich alle Visiere und Munition mitnehmen, weil man weiß ja nie, was man später noch benötigt. Auch solche Dinge hier einfach mal mitnehmen. Dann hier die erste Waffe würde ich mir aufs 1 ziehen. Ich würde die Waffen immer mit wechseln mit 1, 2 oder 3 und nicht mit dem Mausrad, weil dann könnt ihr euch genau merken, auf der 1 habe ich das, auf der 2 habe ich das und das funktioniert im Stress um einiges besser. Dann natürlich nicht vergessen, die Waffe jedes Mal nachzuladen. Wie ihr wisst, sind die Waffen immer leer. Dann hier noch ein Helm. Helm sehr wichtig und Weste sehr wichtig. Eigentlich selbst erklären mit Level 1, 2 und 3. Dann hier die zweite Waffe. Habe ich mir eine Schrot ausgesucht. Eines der besten Nahkampfwaffen im Spiel. Die SMGs und Pistolen könnt ihr eigentlich vergessen. Dann wieder nicht vergessen nachzuladen. Und ich würde immer eine Fernkampf- und Nahkampfwaffe dabei haben. Hier noch eine Weste, ah, habe ich schon. Und dann die letzte Waffe hier. Eine, was ist es? SKS. Ja, ich entscheide mich für die SKS natürlich hier. Und die Visiere und so könnt ihr anfügen, indem ihr auf rechts klickt. Und dann werden sie automatisch zur Waffe hinzugefügt. Das könnt ihr natürlich ändern, wie ihr wollt. Jetzt mit der neuen Sound Engine sind Gegner noch geiler zu orten. Einfach Kopfhörer auf Anschlag und einfach mal zuhören. Auch wenn es nicht immer hilft. Wenn ihr dann später im Spiel bessere Waffen habt, dann vergesst Pistolen und SMGs, weil wie ihr seht,
die sind scheiße. 13 Kugeln reichen nicht. Also, vergesst die Dinger. In Battlegrounds ist es wichtig, auf den richtigen Moment zu warten. Ihr seht, da kommt ein Spieler. Und ich schieße erst, wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich ihn auch treffen kann. Und wenn er nicht irgendwie hinter einer Deckung verschwinden kann oder irgendwas ähnliches. Einfach abwarten, bis der perfekte Schuss drin ist. Und dann, wenn er auf dem Feld steht, kann ich ihn ohne Probleme töten. Also etwas Geduld, Leute. Wenn man gut im Kreis drinnen ist, schön in der Mitte, kann man einfach mal sich eine Minute ausruhen oder so. Einfach mal eine Minute sitzen oder ein bisschen campen, hat noch niemandem geschadet, da man ja sowieso nicht weiß, wo der nächste Kreis ankommt. Ja, und sogar richtig gute Chancen, vielleicht einfach mal versteckt bleiben und abwarten, was dann passiert. Man kann also ohne schlechtes Gewissen einfach mal eine Minute oder so in einem Haus verbringen und warten, wie sich der Kreis entwickelt. Wenn ihr euch umguckt und ihr irgendwo einen Spieler seht, dann merkt euch gut die Position. Auch wenn etwas dazwischen kommt, wird der Spieler nicht einfach verschwinden. Da kommt jetzt der Wagen, fährt natürlich genau in meine Richtung. Jetzt muss ich mich kurz um den kümmern, aber ich weiß, rechts von mir ist immer noch ein Spieler. Und jetzt weiß ich, rechts ist irgendwo einer. Also gucke ich als nächstes wieder in diese Richtung. Ich sehe, da ist er. Und schieß natürlich daneben. Regt euch nicht über Glitches oder sonstige Fehler auf. Das Spiel ist in Early Access und es wird von Tag zu Tag besser gemacht. Also nehmt es einfach mal ein bisschen mit Humor und nicht alles so ernst.